Hallo und willkommen zurück bei Elex. Und es geht weiter mit der Story. Wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Was, wir haben hier noch Zeug? Ach ja, die Gleiterdüsen. Wir müssen noch mit Kaya reden, stimmt? Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elex-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Pass gut auf dich auf, Kaya. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Würde ich gern noch sagen, aber irgendwie kann ich das leider nicht sagen. Das, nee, ich muss hier gar nicht langlaufen. Die Gefährten sagen ja eigentlich mittlerweile nur noch was, wenn ein neuer Akt ist. Ansonsten ändert sich ja hier nichts. Also, boy. Ich habe hier was für dich. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixatoren seien richtig harte Hunde. Naja. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Schott öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Schott. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich. Ich habe es auch schon mal irgendwo gesehen. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Hm. Ich meine, ich habe sowas auch schon mal irgendwo gesehen. Deswegen kam mir das eben so bekannt vor. Ja, eben. Also in der Folge. Also ich habe ja eben, ne, ich bin ja wieder am Vorproduzieren. Vielleicht wird es mir ja markiert. Aber ich meine, wir können ja mal in unseren Audios, ne? Die Sonde IR-570 liefert gute Bilder. Wir neue Daten von IR-570 empfangen. Daten... Scheiße. Komplette Überlastung aller Systeme klar. Jetzt brauchen wir den ganzen Saft. Gute Arbeit. Wir werden jetzt zur Zentrale gehen. Den Rest überlassen wir dem Autopiloten. Scheiße. Komplette Überlastung aller Systeme. Autoabschaltung hat schon begonnen. Mist. Dann muss ich wohl selber raus, um alles klar zu machen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Alle sind müde. Müde von der langen Reise und ständigen... Ich habe versucht, mich davor zu verstecken. Aber das blaue Zeug ist überall. Kann mich irgendwer hören? Meine Angebetete. Es tut mir Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Sie wissen doch, General, ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Was die können, können wir schon lange.
Beginnen Sie damit, das Gerücht zu streuen, dass es an der Küste Rettung gibt. Dann, während der letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen. Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Lange halte ich das nicht mehr hier aus. Immer diese... Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer nur Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung. Synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Umsonst? Wo habe ich das gelesen? Sind hier irgendwo Initialien? Wir solchen Mist nicht. Ja, das ist was anderes. Auch was anderes. Oh, das habe ich anscheinend noch nicht gelesen gehabt. Wo habe ich das gelesen? Ne, das ist was anderes. Oh, das habe ich anscheinend auch noch nicht gelesen. Vielleicht ist das ja so ein Sicherheitsroboter. Ach so, ja, stimmt, das war was anderes. Ja, gut. Dann haben wir das hier nicht gelesen. Ja gut, jetzt haben wir hier noch mal kurz grob durchgeguckt. So. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja. Die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Wir müssen wahrscheinlich wieder in den Keller. Mein Interesse halber könnten wir aber mal dahin gehen. Nachdem wir den da platt gemacht haben. Probier das mal aus. Gefährliche Gegend. Einen Moment. So, wir haben Gift hoch, okay.
Das kann ich nicht mehr tragen. Giftresistenz. Schutzmaske. Haben wir noch einen Stim? Feuerteufel. Nee, okay, wir probieren es mal. Wie sehe ich eigentlich aus? Eigentlich ganz stylisch, ne? Bis dann, Kaya. Ich werde hier auf dich warten. Ja, alles cool. Noch ein Foto, ein Sicherheitsprotokoll. Eine Schrotflinte, nicht schlecht. Ich hätte mir eine Magnesiumfackel noch anzünden sollen. Schön, dass die Haltränke nicht funktionieren hier drin. Ich gehe nochmal raus. Ich werde hier auf dich warten. Ja, schon okay. Ich würde nur gern was sehen. Richtig nice, eine Schrotflinte. So eine alte Waffe haben wir vorher noch nie gesehen. Boah, wo knallen wir denn jetzt die anderen Punkte rein? Aber was noch viel wichtiger ist... Was ist denn das für ein Sicherheitsprotokoll? Okay, nichts Besonderes. Aber ich muss die jetzt wahrscheinlich hier alle wieder platt machen, oder? Vorsicht! Ich muss ja nach unten. Ich meine, der Weg nach unten, der war hier. Oh shit. Ich sehe nichts. Können sich die Augen nicht mal dran gewöhnen? Okay, ich nehme eine Magnesiumfackel. Das hat so keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn. Dann lasse ich sie halt immer wieder fallen. Aber ich muss ja was sehen können, also das ist ja... Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig.
Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Daher also. Ich sehe jetzt noch irgendwas anderes unten. Ja, hier ist eine Menge Elex. Wie das auch immer hier runtergekommen ist. Über die erste Kapsel. Aber ich habe hier gerade noch was anderes gesehen. Ach, haben wir schon gelootet. Mit 5517 wahrscheinlich. Sieht eigentlich aus wie ein Alp. Vielleicht liegt es an der Glatze. Gut. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ich glaube, wir müssen zum Harley als letztes. Weil ich glaube, beim Harley starten wir dann. Also wir müssen wahrscheinlich zu Torgalt, dass der anfängt. Dann gehen wir hier zum Harley, dass wir anfangen. Hallo? Mit dem haben wir auch ewig nicht mehr gesprochen, mit dem da. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Hm, vielleicht aber auch nicht. Genau, vielleicht aber auch nicht und lieber mit Kaya ein schönes Leben führen. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Thoralds Elex-Experiment ist noch nicht vollzogen. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt. Hoffentlich sind wir schnell. Hier könnte man einiges sich fast zu tun, schon niederlassen. Das war nur eine Sache war das. Okay, wir gehen mal heilen, ja? So, Kaya. Ein letztes Mal, bevor wir uns wahrscheinlich aufteilen müssen. Also, sie kam später und ist früher gegangen, ne? Aber das war eine heiße Nacht. Auf jeden Fall. Hat man nur nicht ganz so gesehen jetzt, ne, aber... Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Das nennt man auch Privatsphäre, ja. So, sonst haben wir aber alles erledigt, ne? Gucken wir mal nach. WLK, ja, passiert irgendwas. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden.
Lass Kaya in Ruhe, du Drecksack! Den mach ich platt. Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xarkor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Aber wie soll ich denn ohne Kaya das alles machen? Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn... Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Tu es doch! Das hieße... Das wissen dass wir doch. Es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xarkor wiedersehen. Doch du wirst bis dahin deine Haltung gegenüber den freien Menschen von Magalan gründlich überdenken müssen. Ich weiß, du willst den Hybriden schützen und dass alles so bleibt wie bisher. Du hast es mir selbst gesagt. Das darf aber niemals passieren. Sonst wird auch das Volk der Alps untergehen. Und du weißt das auch. Darum rate ich dir gut, noch gar nicht schützen. Ab jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, Alp. Ich habe die Separatisten gekillt, weil ich gesagt habe, dass wir... Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Gut, jetzt reden wir nochmal mit allen Bossen. Wir nehmen Nasty mit. Ohne Kaya fühle ich mich so nackt. Kaya, wo bist du? Mitkommen. Verstanden. Aber das mit Torgalt oder wie der heißt, war gerade das beste Beispiel. Weil
er ist von etwas überzeugt. Und wenn irgendwas seine Überzeugung stört, ne, das ist wie bei normalen Menschen, also wie bei allen Menschen eigentlich, wenn irgendwas gegen seine Überzeugung ist, dann hören die nicht mehr zu, die können nicht mehr rational denken, die machen einfach zu und alles ist falsch. Also man kann nicht reden oder diskutieren mit einem, der überzeugt ist. Der wird direkt beleidigend oder macht direkt zu, wie Thorgald. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xakor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht, aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen. Unser Zorn soll... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ohne Maschinen hättet ihr aber auch keine Chance. Wir brauchen ja alles. Magie, Maschinen und wir brauchen sogar die dreckigen Outlaws. Wobei, eigentlich brauche ich nur Kaya. Also. So, Duke. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist, verschwinde. Ah, der Duke, der labert nur, der schließt sich auf jeden Fall an. So, Reinhold, müssen wir gar nicht drüber denken. Ich bin Regent, der kommt mit. Das wird keine Probleme geben bei den Klerikern. Also die Amnesty, ihre Streitmacher anvertraut, ne? Warum sollten die jetzt nicht auf mich hören? Also, Reinhold wird auf jeden Fall uns folgen. Und jetzt überrascht er mich wahrscheinlich. Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat, eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Jetzt, da ich der letzte Judikator des Hortes bin, bin ich hier unentbehrlich. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Ist das sein Ernst? Die Kleriker schließen sich also nicht an. Die denken so, ja, es reicht ja, wenn ich dabei bin, ne? Ja gut, ich bin besser als jeder andere Kleriker, der existiert oder je existiert hat. Das stimmt zwar. Wir reden mal mit Balder. Das kann doch so nicht weitergehen. Ne, wir reden mit Hagen noch. Wir müssen mit Hagen reden. Hagen hat bestimmt auch Bock. Der Hagen will doch eigentlich nichts anderes machen. Guck mal, die reden auch schon davon, ne? Die sind auch schon überlegen, ne? Sollen sie mitkommen? Scheiß auf Reinhold. Mehr ist immer mal hin. So, Hagen. Ja, okay, dann Dietrich. Meine letzte Hoffnung liegt auf Dietrich. Dietrich, komm, da muss was passieren. Kleriker. Rette Kaya hat oberste Priorität, das machen wir als allererstes. Ohne Kaya mache ich hier ja nichts. Wenn die in der Kuppel ist, wäre das cool. Okay, jetzt wird's lustig. Ich bin noch nicht so sicher. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Sadoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xakor. Hm. Wo ist er?
Wo ist Saddam? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Da stimmt doch was nicht. Komm mit. Nein, ihr seid doch schon genug. Cool. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Tschüss, Nasty. Natürlich. Wehe, mitkommen. Du hast mich. Alles klar. Nicht gut. Gar nicht gut. Sicher, dass bei dir alles okay ist, Kaya? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Da stimmt doch was nicht. Bäh. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Oder vielleicht haben die schon so gedacht, so ein... Ja gut, vielleicht war die nur so mächtig, weil wir dir halt immer das Zeug gegeben hätten. Wäre die jetzt noch, sollte sie so ein bisschen Elex im Blut, ne? Vielleicht wäre das dann anders verlaufen. Komm, wir reden nochmal mit Alois. Einfach nur mal so. Vielleicht schließen die Kleriker sich ja an. Du kannst. So. Ich weiß. Ja, nicht, dass er vielleicht doch was mit Kaya gemacht hat, so dass wenn wir jetzt Kaya nämlich mitnehmen, dass sie uns nachher in den Rücken fällt oder sowas, was übelst scheiße. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Danke. Danke. Ich bin in Ordnung, oder? Okay, doch nicht. Geh weg! Dummer Legat. Gut, dich zu sehen. So, Kaya gerettet. Ich glaube, wir müssen jetzt dahin. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zu Torgald. Oder vielleicht sollten wir erst nochmal Punkte investieren. Aber ich gehe jetzt trotzdem erst nochmal zu Torgald, um zu sagen, alles cool, Kaya geht's gut. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Und dann kann Kaya dir immer mal Vernunft einsuggestieren. So, Kaya, jetzt regel das. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Die Länder der... Guck mal, ich hab Kaya dabei. Okay, dann. Nicht. So, gut, gucken wir mal, was können wir denn noch lernen? Für Rüstung brauchen wir mehr Konstitution. Was brauchen wir denn nochmal für noch ein Melee? Stärke. Hier würden wir auch Stärke brauchen. Vielleicht sollten wir auch die Parade einfach erhöhen. Ich meine, hier brauchen wir nichts mehr, ne? Batterie brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Ha. Immer noch nicht genug. Aber Elex-Tränke will ich jetzt auch nicht zu mir nehmen. Egal, wir gehen nochmal zum Lager der Mitte. Also wir müssen ja sowieso zum Lager der Mitte.
So, jetzt müssen wir den einen Lehrer finden. Die Frage ist, wo ist der denn? Bring mir etwas. Der rennt immer so. Natürlich. Rum. Mal los. Eigentlich ganz nett hier. Kai, bist du bereit? Ein großer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Stärke, ey. Wo sind wir schon wieder? Johnson, renn doch nicht weg, oder wie du wir hieß? Wir reden später. Wo sind wir jetzt hin? Ey, das ist doch ein Witz, ey. Eckhart, der ist da oben. Bring mir natürlich. Hä, ich dachte, ich hätte jetzt. Ach, hier, so. Da war ein Hammer, aber den brauchen wir jetzt nicht. So, ich überlege gerade mal, bevor wir starten, ob wir noch was verstärken können. Die Bedrohung aus dem Norden muss beseitigt werden. Es gibt viele Schlachten zu schlagen und einen Krieg zu gewinnen. Entscheidet euch für die gute Seite. Das rät euch Herbert aus dem Auge. Herbert. Abbrechen. Vielleicht sollten wir mit den Kleinen anfangen. Hier, so. Na gut, ich habe eh nicht viel, das lohnt sich nicht. Zurück. Was haben wir hier? So. Groß. Welche Energiesplitter haben wir? Na gut, davon haben wir eigentlich eh noch genug. So, Waffenaufrüstung, wie sieht's aus? Ein Geschicklichkeit. Geht das auch für die Giftklinge? Tatsache. Was? Wieso hänge ich denn an der? So. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Ich speichere besser mal. So, Feuer zwei Händer. Nochmal besser nachgucken. Ja, ist gut.
Ach, scheiße. Ich bin ja gar, das können ja nur Berserker. Das Gift einer Schlange, das euren Geist verseucht. Entsagt dem Konsum und vertraut auf eure. Also Feuer und Gift geht nur bei Berserkern, aber den hier müsste ich können. Oh, da brauche ich noch zwei Geschicklichkeit mehr. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Wobei, dann starten wir, würde ich sagen, auch erst in der nächsten Folge durch. Und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Also bis dann. Ciao!